Herr Erhorn, wie schätzen Sie denn jetzt die erste Prognose mit den 11% ein? Ja, 11% ist eine Zahl, mit der wir natürlich nicht ganz zufrieden sein können. Ich würde mir, das können Sie sich vorstellen, 15, 16, 17 wünschen. Aber es könnte natürlich immer auch schlimmer sein. Und insofern kann ich sagen, wir werden mit diesen 11% oder aus diesen 11% das machen, was daraus zu machen ist. Wir werden unseren Dienst in Berlin gut und gewissenhaft ausführen. Wir werden alles tun, um die Interessen der Menschen, die uns gewählt haben, zu vertreten, insbesondere die Interessen der arbeitenden Bevölkerung. Wir, das wissen viele, verstehen uns ja als Anwalt und als Interessenvertretung dieser Menschen, die hier das große Rad am Laufen halten. Und das werden wir tun. Und ich denke, ich bin davon überzeugt, wir werden eine starke Fraktion haben, eine gute Fraktion. Und ich sehe mit Optimismus in die Zukunft.